Katrin, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Ja. Dankeschön. Du bist Sozialpädagogin, hast eine Familie mit zwei Töchtern. Du hast bereits ein Buch geschrieben. Wenn man das kennt, dann weiß man, was es mit den Fröschen auf sich hat, weil dein zweites Buch, das bald rauskommt, heißt Wenn Frösche Feste feiern. Kannst du unseren Zuschauern nochmal erklären, was hat es mit diesen Fröschen auf sich? Ja, sehr gerne. Als ich eine junge Mutter war und als meine Tochter eigentlich noch im Bauch war, da war mir so ziemlich klar, wie Familienandachten bei mir mal aussehen würden. Ich hatte so genaue Pläne, genaue Vorstellungen. Und als meine Tochter dann da war und langsam größer wurde, habe ich gemerkt, diese Pläne funktionieren bei uns zu Hause so nicht. Und ich habe eigentlich immer wieder auf diesen ganz besonderen und perfekten Moment gewartet, wo alle gut angezogen sind, nicht husten, nicht schnupfen, sich aufs Sofa setzen, da auch sitzen bleiben, der Haushalt picobello ist und mein Mann dann aus einer Kinderbibel vorliest. Aber dieser Moment kam einfach nicht. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich stehe mir und ich stehe uns als Familie da selber im Weg. Und so habe ich dann überlegt, wie können wir biblische Geschichten ganz anders erleben. Und da habe ich die Möglichkeit gefunden, zum Beispiel mit Kostümen. Wir haben also eine große Kostümkiste gehabt und wir haben die Geschichte von Mose erzählt. Mose, dem Pharao und den Plagen. Und ich hatte also einen Handpuppenfrosch, mit dem ich erzählt habe, meine kleine Tochter, die war damals zwei. Sie dürfte Mose sein und mein Mann der Pharao. Und sie hat uns immer erzählt, also dann lass mein Volk ziehen. Ich war mir nicht sicher, was bleibt davon wirklich bei einer Zweijährigen hängen. Spaß hat es gemacht, aber was kommt wirklich rüber? Und es ist mir dann erst so bewusst geworden, als wir einige Zeit später mit Freunden unterwegs waren und ihr dauerte das alles zu lange, diese Erwachsenengespräche. Und sie baute sich dann energisch auf und sagte zu dem Gesprächspartner auch, lass mein Volk ziehen. Ist so gut. Und da habe ich gemerkt, auch eine Zweijährige nimmt was mit für ihren Alltag und auch für eine Zweijährige hat es was ganz Besonderes. Und ich habe den Mut bekommen, dass Gott nicht perfekte Rahmenbedingungen braucht in unserem Alltag, sondern dass er uns begegnen möchte, kann und es auch tut, so wie wir leben, in unserem bunten Trubel. Und schön. Das waren die Frösche, die mir diesen Mut letztlich gemacht haben und deswegen sind Frösche ganz wichtig für mich geworden und diesen Mut möchte ich gerne weitergeben. Schön, klingt toll. Du hast auch das erste Fest, das in deinem Buch beschrieben ist, ist auch, dass wir feiern Gottes guten Plan. Also das war dann dieses Frosch-Familienfest. Genau, weil ich so gemerkt habe, da gibt es Parallelen. Die Frösche in der Geschichte, also die Handpuppe hatte das so erzählt, die werden immer wieder als Plage bezeichnet und beschweren sich am Anfang darüber. Ja, also jeder sagt, wir sind anstrengend, wir sind laut, wir hinterlassen Matschspuren oder so. Und ich merke, dass ich als erwachsener Kinder manchmal so sehe. Weil im Alltag ist es manchmal anstrengend und laut und trubelig. Und doch darf ich wissen und dürfen die Kinder wissen, sie sind Teil von Gottes gutem Plan. Und es macht was mit mir als Mutter und es macht auch was mit meinen Kindern. Und deswegen ist so ein Froschfest das erste Fest gewesen, was in dem Buch festgehalten werden musste. Ja. Das erste von 18 Festen. Was gibt es für andere Feste, die du in deinem Buch beschreibst oder die du feierst? Ja, also es gibt so ganz unterschiedliche Arten von Festen. Da gibt es einmal die Feste, die wir aus unserem Glauben heraus feiern. Also das ist Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Erntedank oder auch die Adventszeit. Dann gibt es Feste, die entstehen aus den Jahreszeiten. Zum Beispiel das neue Jahr wird gefeiert oder auch ein Winter- und Schneefest. Aber eben auch Feste, die so aus dem Alltag herauskommen. Also Bauch- und Babyfeste. Dann haben wir ein Zahnfest bei Zähnen, die jetzt endlich durchgekommen sind oder auch den ersten verlorenen Zähnen. Ja. Wir feiern Kindergartenanfang, Schulanfang oder auch ein Lecker-Schmecker-Fest, um zu testen, ob Gemüse nicht vielleicht doch auch lecker sein kann, aber das dann immer noch mit Spaß dabei. Gute Idee, den Kindern das Gemüse schmackhaft zu machen. Es hat nicht ganz funktioniert, aber nee. man kann es immer wieder versuchen. Okay. Ja, es scheint, dass du es besonders magst zu feiern. Denkst du, Gott mag es, wenn wir feiern, ja? Also ich denke, dass Gott derjenige ist, der einlädt. Also der schon in der Geschichte zu Mose eingeladen hat, dieses Fest zu feiern, damit wir uns an ihn erinnern können, damit wir ihn näher kennenlernen können. Ich lese im Neuen Testament von einem Vater, der ein Fest ausrichtet, weil sein Sohn nach Hause gekommen ist. Und das ist Gott, der sich feiernd freut, wenn wir zu ihm kommen. Ich lese von einer Frau mit einer Münze, die dann die Nachbarn einlädt oder ein Mann, der sein Schaf wiedergefunden hat. So denke ich, ist die Bibel voll von Festen,
die auch gar nicht die perfekten Rahmenbedingungen haben. Mhm. Ja, also nachdem ich mein ganzes Haus auf den Kopf gestellt habe, wie in dieser Geschichte, um eine Münze zu finden, da bin ich nicht perfekt gestylt, da ist das Haus auch nicht alles bestens, aber doch freut sich Gott, wenn ich in dem Moment zu ihm komme und mit ihm feiere. Ja. Und dann dürfen wir Erwachsene auch ganz Kinder werden, ja? Genau, also das ist die Art, wie ich merke, wie mir dann Glaube zu leben auch wieder Spaß macht. Gemeinsam mit den Kindern das so zu erleben und gemeinsam mit meinem Mann. Sehr schön. Ihr backt, ihr bastelt, ihr malt, ihr erfindet sogar eigene Spiele. Du bist sehr kreativ, das Buch ist auch sehr kreativ und hübsch gestaltet, den Blick, den ich schon reinwerfen durfte. Von wo nimmst du deine Inspiration nebst der Bibel? Also ich denke, dass es bei mir ganz viel aus Kinderbüchern kommt. Also Kinderbücher, die mir auch Mut machen, so kreativ zu sein. Wie zum Beispiel die Kinder aus Bullerbü, die sich fragen, wer hat eigentlich bestimmt, dass man nur auf Wegen gehen soll? Das müssen Erwachsene gewesen sein. Und das möchte ich aufnehmen als Ermutigung, nicht immer nur die Wege zu gehen, sondern auch daneben zu schauen, was fällt uns ein. Ja. Andere Ideen kommen, wenn ich in Gesprächen bin mit Kollegen, vielleicht mit Erzieherinnen im Kindergarten von meiner Tochter. Oder auch, dass die Kinder selber mit eigenen Ideen kommen, Mensch, Mama, könnten wir nicht mal. Oder sogar auch dann die Freunde von meinen Kindern, die das mittlerweile schon kennen, bei uns wird gefeiert, die dann mitkommen und sagen, ich wünsche mir ein Fest. Und die dürfen dann mitkommen in den Bastelkeller und dann schauen wir, was es dort gibt für den Tag. Es gibt immer wieder neue Feste zu feiern. Es gibt immer wieder was zu feiern. Und wenn wir keinen Anlass haben, dann schreiben mir die Kinder eine Einladung auf pinkfarbenem Papier. Bekomme ich dann, liebe Mama, du bist eingeladen zum Fest des Tages. So cool. Dann komme ich ins Kinderzimmer, da ist alles geschmückt und Stoffmuffins, sodass wir wieder immer wieder was finden, was wir feiern Macht können. Macht richtig Lust, vorbeizukommen. Ja, gerne. Was ist denn deine schönste Erinnerung an ein Fest, was ihr gefeiert habt? Also das Froschfest ist mir wichtig geworden. Besonders war für mich auch Himmelfahrt. Wie die Kinder mit mir zusammen diese biblische Geschichte erlebt haben. Wir haben uns da zum Beispiel Wolkenschlafsäcke gebastelt, also genäht, aus so Fließdecken. Und die Kinder, obwohl es sehr heiß war an dem Tag, die waren dann den ganzen Tag in diesen Fließdecken und haben sich immer wieder versteckt. Das waren einfach besondere Momente, die wir so gemeinsam erlebt haben. Und ansonsten ist zu merken, wie die Kinder in den Festen wirklich mehr über Gott begreifen, erfassen lernen. Das sind schon besondere Momente für mich. Schön, klingt wunderbar, ja. Braucht man viel Geld, um Feste zu organisieren? Oder gibt es in deinem Buch auch Tipps fürs kleine Budget? Also ich denke, dass die meisten Tipps, die man bei uns im Buch findet, auch fürs kleine Budget sind. Ja. Wir basteln Frosch-Handpuppen aus Papptellern. Da gibt es auch die Anleitung mit drin. Ja. Oder aus Pappbechern. Wir basteln mit Strohhalm, mit Papier, mit Korken. Also alles, was wir so finden. Also in einem Wertstoffhof bin ich dann auch schon mal mit Hilfe meiner Mutter in eine Korkenkiste geklettert, um an Korken ranzukommen. Ja? So, dass man also alles Mögliche ja benutzen kann. Ja. Um kreativ werden zu können. Also man kann gleich loslegen. Man kann sofort loslegen. Das ist toll. Vielen Dank. Kannst du uns noch erzählen oder direkt den Zuschauern vielleicht, für wen ist dieses Buch gedacht? Ja, an die Zuschauer. Also wenn du eine Familie zu Hause hast, wenn du Mama bist oder Papa, vielleicht aber auch Oma, Opa oder Tante oder Onkel, wenn es einfach Kinder in deinem Leben gibt. Vielleicht als Erzieherin in einem Kindergarten oder in einer Grundschule, dann ist das Buch genau das Richtige für dich, um Ideen und Inspirationen zu finden, um Feste zu feiern, aber auch um ganz eigene Feste sich ausdenken zu können und Gott so ganz neu zu erleben und Gott feiern zu können. Vielen Dank, Katrin, für das Gespräch und viel Spaß und weiterhin tolle Feiern mit das deiner Familie und mit den Nachbarn und allen. Du bist herzlich eingeladen. Vielen Dank, ich komme gerne mal vorbei.